Und damit wieder mal herzlich willkommen. Im heutigen Thema 110.3 geht es um die Daten durch Verschlüsselung schützen. Ja, es ist das letzte Kapitel, aber das hat es nochmal in sich und auch hier muss ich euch leider sagen, hier müsst ihr nochmal wirklich viel probieren. Gerade beim Thema SSH, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Probiert euch das in den Kopf zu hämmern und testet das. Das ist ganz wichtig. Dazu gibt es leider auch Prüfungsfragen und das ist auch wirklich ein wichtiges Thema, denn gerade Verschlüsselung wird in der heutigen Zeit immer und immer wichtiger. Immer mehr Firmen verstehen, dass man Daten niemals unverschlüsselt versenden soll. Leider sehen das die Programmhersteller aber nicht immer so. Dementsprechend gehen wir jetzt hier auch auf die Tunnel-Thematik ein, denn SSH beispielsweise kann viel ermöglichen und viel absichern, was sonst halt ungesichert durchs Netz geht. Aber machen wir Schritt für Schritt. Wir fangen mal mit der ersten Folie an. Heute wird es mal ein bisschen bunter und zwar beim Thema SSH. SSH selbst ist erstmal installierbar mit dem OpenSSH Server. Können wir einfach mal so eintragen, apt-get install OpenSSH Server oder yum install, was auch immer ihr für ein System halt nutzt. Ne? Dann könnt ihr das installieren und dabei werden schon mal viele Grundpakete mitgebracht. SSH selbst, ich denke die meisten von euch wissen, was SSH ist. Trotzdem Secure Shell heißt das. Secure Shell ist ein Programm, um aus der Ferne heraus den Server zu fernsteuern. Ähnlich wie Telnet, nur eben mit einer Verschlüsselung. Telnet gibt es auch als Verschlüsselung, wird aber kaum noch verwendet. So, Punkt, aus Ende. SSH selber. Wenn man eine Verbindung aufbauen möchte, dann gibt man am Client einfach SSH ein, als Programm logischerweise, und dann die IP-Adresse vom Server. In dem Fall, wie gesagt, nichts weiter dazu schreiben, einfach Enter-Taste drücken. Dann werden wir als nächstes gefragt, mit welchem Nutzernamen wir uns anmelden wollen. Dann tragen wir den dort ein. Dann ebenfalls Enter-Taste drücken und dann wird man noch nach dem Passwort gefragt und dann sind wir eingeloggt. Sieht dann so aus, als hätten wir den Server direkt vor uns. Dann blinkt so schön der Cursor und wartet auf unsere Eingaben. Gut, kennen wir. SSH, wie gesagt, nichts Spannendes. SSH-L Ricardo und dann haben wir die 192.168.10.25 beziehungsweise SSH ohne -L und dann Ricardo @ und dann bla bla bla. Ricardo ist in dem Fall nicht nur mein Name, sondern hier auch der Username des jeweiligen Nutzers auf dem entfernten Rechner. Er würde sich einloggen automatisch mit einem anderen Nutzer. Man kann standardmäßig das auch ohne irgendwelche Angaben machen, dann wird man entweder gefragt oder macht halt, also man wird nicht, nein, anders. Wobei ich das auch noch ein bisschen falsch erzählt, es ist standardmäßig immer der Nutzername genommen, mit dem man sich jetzt gerade angemeldet hat. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Nutzer Ricardo angemeldet bin, dann brauche ich bloß oben das schreiben, weil es wird automatisch mein Nutzername Ricardo übernommen. Ansonsten wird zum Beispiel, wenn ich mich als Root anmelde, dann wird halt auch Root übernommen und sowas. Unten kann ich einen anderen User angeben. Das gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten. Entweder mit -L, dann gebe ich den Nutzernamen an, oder eben mit dem Nutzername @ dem Server. Dann kann ich das auch angeben. Ist beides dasselbe, kann man unterschiedliche Schreibweisen verwenden. Jetzt habe ich schon mal angesprochen, wir wollen uns das Thema Tunneln mal anschauen und leider ist auch das, wo wir jetzt mal ein bisschen mitdenken müssen. Grundsätzlich kann man mit SSH einen sogenannten Tunnel aufbauen. Das ist genau das, was ich jetzt auch sage, ein Tunnel. Jeder weiß, was ein Tunnel ist. Ein Berg, da eine drinne geht ein Tunnel durch. Hat jeder schon mal gesehen, ist ein Loch, der geht von A nach B durch. Wenn man jetzt von außen versucht, an den Tunnel ranzukommen, geht das nicht. Es geht einfach nicht, da ist ein Berg außenrum. Ja? Ist einfach so. Bei den SSH-Tunneln ist es ähnlich. Also von außen in den Tunnel reinzukommen, ist nahezu unmöglich. Ich schreibe in Absicht nahezu unmöglich. Vielleicht ist es in ein paar Jahren mal möglich, da reinzukommen. Heutiger Stand ist das verschlüsselt, man kommt nicht rein. So, irgendwie müssen wir es ja mal merken. Der Tunnel hat einen Eingang und hat einen Ausgang. Und die beiden Systeme, die liegen jeweils auf dem Client, beziehungsweise der Ausgang dann auf dem Server oder andersrum, je nachdem, wie rum er aufgebaut wird. So, jetzt gucken wir uns unten den Befehl mal an. Wenn wir so einen Tunnel öffnen wollen, gehen wir dann mal gemeinsam durch, dann schreiben wir wieder SSH, dann schreiben wir den Zielserver, wohin wir uns verbinden wollen, und dann geben wir den Parameter Groß L mit. Mit dem Groß L leiten wir ein, dass wir einen Tunnel aufbauen wollen. Und jetzt sagen wir, von wo nach wo soll denn der Tunnel gehen? Und das ist relativ simpel. Wir können jetzt sagen, der lokale Port, in dem Fall ist es der 5544, kann man sich irgendwas ausdenken, den man halt gerade frei nutzen möchte. Das ist der Port von dem Server, von dem aus ich jetzt den Befehl eintrage. Also meinen lokalen Client-Rechner zum Beispiel. Ne? Von dort sage ich, alles was an den Port 5544 reingeht, das fliegt in den Tunnel. Da wird der Tunnel gestartet. Und der soll gebaut werden zum 192.168.10.20. Das kann sowohl der entfernte Server sein, kann aber in dem Fall sogar ein anderer Server sein. Da wird der Tunnel umgebogen auf ein anderes System. Auch das ist möglich. Und dort auf den Port 4433. Gut testbar übrigens mit dem Port 80. Nehmt einfach mal einen Webserver, startet dort mal irgendwas und nicht am Port 80 oder, na doch, bleibt ruhig am Port 80. Lasst dort mal die Webseite einfach anzeigen. Und jetzt macht ihr mal so einen SSH-Tunnel
von eurem lokalen Port, keine Ahnung, nehmt da mal irgendeinen anderen Port, nehmen wir mal hier den 5544, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Ihr macht also einen SSH-Verbindung zu diesem Server, meinetwegen, wo der Apache drauf liegt, das reicht ja zum Testen, macht mit minus L den 5544, das ist der lokale Port von dem Client, und dann schreibt ihr dort wieder den Server von, also den Apache-Server, Doppelpunkt 80. Und wenn ihr jetzt in den Browser von euren Client reingeht, der Tunnel steht jetzt, und jetzt mal localhost Doppelpunkt 5544 eingebt, dann werdet ihr an den Tunnelanfang geschickt, automatisch durchgeleitet und seid dann auf dem anderen Server am Port 80. Weil ihr habt einen Tunnel mit SSH gebaut, damit ihr vom localhost 5544 bei dem anderen Server am Port 80 rauskommt. Und weil dort ein Apache-Webserver auf euch wartet, kriegt ihr die Webseite angezeigt. Also obwohl ihr keinen Webserver auf eurem eigenen Rechner habt, könnt ihr mit localhost somit Webseiten anschauen. Ja, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ist tatsächlich so. Das Coole ist, da das ein SSH-Tunnel ist, ist diese Verbindung, obwohl ihr am Port 80 seid, also HTTP, also ohne Verschlüsselung nutzt, die Verbindung ist dennoch verschlüsselt. Zumindest ist der Tunnel. Die eigentliche Kommunikation noch nicht, aber der Tunnel, der Weg bis dahin, der ist schon mal verschlüsselt. Und das macht man mit einem SSH-Tunnel. Kann man sich im weitesten Sinne... Nee, ich sag's nicht. Ich wollte jetzt was Böses sagen mit drei Buchstaben, mit V anfängend und mit PN aufhört. Oh, scheiße. Nein, verwechseln wir mit Absicht mal nicht. Ein SSH-Tunnel ist kein VPN-Netzwerk. Nein, das ist es nicht. Ein SSH-Tunnel ist wirklich nur ein SSH-Tunnel. Ein Port von hier geht zu einem Port irgendwo anders hin. Zum Beispiel in dem Fall sogar an einen anderen Server, einen entfernten Server. Gut. Ausprobieren, testen, durchchecken. Gerade das mit den Localhost ist ziemlich einfach zu machen. Einfach einen entfernten Server, dort einen Apache-Webserver am Port 80 mit dem lokalen fremden Port ansprechen und dann funktioniert das. Und dann werdet ihr sehen, klappt einwandfrei. Und von außen kommt man nicht ran. Gut. SSH-Konfiguration. Die SSH-Konfiguration selbst ist in etc/ssh und dann SSHD zu finden, beziehungsweise gibt es allgemein unter etc/ssh ganz mögliche, ganz viele Konfigurationsfiles. Da liegen erstmal die grundlegenden Daemon-Konfigurationen. Man sieht es nochmal, SSHD, also SSHD nochmal, ne? So, Daemon, ne? D steht immer für Daemon, unterstrich Config. Das ist auch wichtig, das ist unterstrich Config, nicht Punkt Config, wenn ich es vorhin falsch gesagt habe, sorry. Unterstrich Config stimmt auf jeden Fall. Da drinnen kann man zum Beispiel eingeben den Port, worauf ihr lauschen soll, ob nur an jeder Schnittstelle oder nur an bestimmten IP-Adressen, welche Protokollvariante überhaupt zugelassen werden soll, SSH, die Version 2, 3, nur TLS und wie es heißt, ne, das ganze Spaß, kann man alles reinmachen. Unter anderem kann man dort auch festlegen, ob sich Root einloggen darf oder nicht. Das geht dort mit Permit Root Login übrigens. Könnt ihr dort anlegen, ob er sich nur mit Kennwort einloggen soll, nur mit einer Authentifizierungsdatei und so weiter und so fort. Jede Menge Krimskrams kann man dort eintragen. Selber reinschauen, selber durchklicken, ihr wisst Bescheid. Etc, SSH, SSH-Config. Das ist die clientseitige SSH-Konfiguration. Da drin hat nichts mit dem Daemon zu tun. Das wird dann immer genutzt, wenn ich mich mit jemandem verbinden möchte. Dann wird diese Datei wichtig. Ganz interessant, wenn ich zum Beispiel selbst eine Schlüsseldatei erzeugt habe, die habe ich mir mit einem eigenen Namen, also die heißt ja nicht ID irgendwas, sondern da habe ich einen eigenen Namen vergeben, dann möchte ich die ja auch irgendwo nutzen können, wenn die automatisch eingelesen werden soll, dann muss es in die SSH-Config rein. So als Beispiel mal. Auch hier wieder haben wir die etc hosts allow und hosts seni. Auch die kennen wir bereits schon aus anderen Videos, wo wir über TCP-Wrapper gesprochen haben. Das heißt, auch hier ändert sich die Konfiguration schon mal nicht. Und die etc no login kennen wir auch schon. Wenn wir sobald wir die Datei anlegen, dann kann sich nur noch ein Root-User einloggen oder der Root-User einloggen, kein normaler User mehr. Die Authentifizierung mit einem Schlüsselpaar. Dazu habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht. Ich glaube, das heißt, ohne Passwort am Server anmelden oder irgendwie sowas. Ach, könnt ihr einfach mal suchen. Findet ihr in meinem Kanal. Bin ich mir sicher. Die erste SSH-Verbindung speichert grundsätzlich den Host-Key vom Server. Und das macht er immer in der, wir sehen das, tilde slash Punkt. Also wir wissen Bescheid, das ist auf jeden Fall in unserem Home-Verzeichnis drin. Da drin liegt eine Datei, die heißt nowhosts. Also das sind die bekannten Hosts. Bei der ersten SSH-Verbindung, wie gesagt, wird dieser Host-Key übertragen und dort drin gespeichert. Wenn sich jetzt der Host nämlich ändert, beispielsweise, zum Beispiel der Server ist umgezogen oder aber, das was wahrscheinlicher ist, jemand greift den Server gerade an, Man-in-the-Middle-Attack, leitet also die Anfragen um, er versucht den Tunnel umzubiegen, dann kriege ich beim Login eine Warnung, dass hier der Host-Key nicht mehr stimmt.
der Tunnel ist irgendwie verändert. Möchte ich mich wirklich verbinden? Dann kann ich auswählen, ja, nein. Dann kann ich mich natürlich trotzdem verbinden. Ist natürlich dann nicht mehr sicher oder wird nicht mehr empfohlen, das zu machen. Oder ich kontrolliere erstmal, warum kommt denn jetzt überhaupt diese Meldung? Also es passiert natürlich manches Mal auch unbeabsichtigt. Zum Beispiel, ich habe schon meinen Server damals von einem Hosting-Anbieter zu einem anderen übertragen. Naja gut, dann ändert sich logischerweise die Hostdatei auch. Ist ja logisch, komplett neuer Server, komplett neuer Standort, komplett neues Routing und so weiter und so fort. Da habe ich auch die Fehlermeldung bekommen. In dem Fall muss man dann natürlich den neuen Host-Key dort eintragen. Entweder manuell oder über Befehl. Das ist jetzt zu weitgehend. SSH Keygen. SSH Keygen minus L minus F und dann können wir hier nochmal die ganzen, oder minus F ist File, ne? Minus L ist List und minus F ist File und dann können wir das File des No-Hosts mal anzeigen und da drinnen kriegen wir dann eine Ausgabe von allen bekannten Hosts, die das, die SSH schon vertraut, sage ich mal, oder bekannt sind. Beim ersten Login, beziehungsweise wenn sich der Key ändert, bekommt man eine Warnung, habe ich gerade erklärt. EDC SSH oder SSH NoHost ist die globale Variante der NoHost-Datei. Auch hier drin kann man ein bisschen was reinkritzeln, wenn man also möchte, dass sich jeder User gleich automatisch also zum Bekannten hinzufügen soll, dann kann man das dort eintragen. Ansonsten hat jeder User, wie immer, auch in seinem Home-Verzeichnis nochmal eine benutzerspezifische NoHost-Datei. Gut. Die Hostkeys. Die Hostkeys selber liegen in etc/ssh. Der öffentliche Schlüssel hat grundsätzlich immer die Bezeichnung .pub für public und es ist keine private Datei. Also keine, der private hat keine Endung und der öffentliche Schlüssel hat .pub. So wollte ich sagen. Donnerwetter war das verdreht. Also .pub für public und dann der Schlüssel ohne eine Endung hinten dran ist der private. Auch hier nochmal, ich habe mal ein Video gemacht über synchrone, also über synchrone und asynchrone Verschlüsselung und solchen Spaß. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, da seht ihr auch, was so Schlüsselpaare sind, warum man Schlüsselpaare nimmt und nicht einfach Passwörter und so weiter und so fort. Der private Key hat den Namen nicht, damit ihr sie an jeden gebt. Der private Key ist privat, der heißt, der bleibt bei euch immer. Es gibt nie, auch nur eine einzige Ausnahme, dass der private Key eure schützenden Hände verlässt. Das ist ganz wichtig. Da gibt es auch nicht ausnahmsweise und da gibt es auch nicht, ja, aber bei dem Problem, nein, nie. Wenn ihr irgendwo ein Problem habt, das mit dem normalen Public Key nicht zu verschlüsseln geht, dann habt ihr ein grundlegendes Konfigurationsfile oder habt ihr ein grundlegendes Konfigurationsproblem. Aber der private Schlüssel bleibt immer bei euch. Wenn ihr das nicht beherzigt, dann macht dieses ganze Schlüsselverfahren keinen Sinn. Sobald der private Key jemand anders in der Hand hat, egal wer, und wenn es euer bester Kumpel ist, wenn derjenige den privaten Key in der Hand hat, dann ist dieses gesamte System unsicher, egal mit wie viel Tausenden oder Millionen Bits ihr sowas verschlüsselt. Der private Key ist der private Key und der heißt extra so, weil er privat bleibt. Und .pub ist genau das Gegenteil, das ist der öffentliche Key, dem könnt ihr absolut jedem Menschen auf der Welt nehmen, den könnt ihr euch auf die Stirn tätowieren, in die Heckscheibe eures Autos kleben, das ist völlig egal, den darf jeder Mensch haben, damit kann man nämlich überhaupt nichts anfangen, außer halt die Verschlüsselung aufrechterhalten, aber niemals als Endschlüssel, also man kann sich niemals als einen selber ausgeben. Okay, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Es gibt so ein paar Standards hier unten drin, ich muss dazu sagen, ausgerechnet in der Zeit, wo ich hier diese ganzen Videos aufnehme, ändert sich das ganze System gerade ein bisschen was. Zum Beispiel ist es in der aktuellen SSH-Variante gar nicht mehr möglich, einen DSA-Key anzulegen. Laut Buch ist es allerdings noch prüfungsrelevant, also solltet ihr von DSA mal was gewusst oder was gehört haben, sagen wir einfach mal so. Ich habe es ja irgendwann hingeschrieben, alter Standard mit Sicherheitslücken sollte man auch nicht mehr verwenden. Wie gesagt, in den heutigen SSH-Varianten geht der gar nicht mehr auszuwählen, der existiert dann gar nicht mehr. Der Nachfolger von DSA ist ECDSA, soll wohl den heutigen Standard ein bisschen näher kommen, soll auch heutiger Standard überall sein. Nun, ja, ist er. Ist allerdings auch bloß ein DSA-Schlüssel, der sich minimal verändert hat. Ob ich dem jetzt so richtig ordentlich vertraue, weiß ich nicht. RSA hingegen ist ein alter, weit verbreiteter Standard. Aktuell geht er noch, aber wie gesagt, gerade jetzt, wo ich die Videos aufnehme, ist auch das in Verruf. Ist ebenfalls ziemlich alt und an sich, also mir ist nicht bekannt, dass jemand RSA schon geknackt hat. Ist mir persönlich nicht bekannt, kann natürlich sein, vielleicht weiß ich es einfach nicht. Aber RSA ist zumindest meiner Meinung nach aktuell noch sicherer als DSA. Meiner Meinung nach, ich bin ne, kleiner Mensch irgendwo in der Ecke, habe keine Ahnung davon. Trotzdem ist RSA schon sehr alt und aktuell wird wirklich darüber gesprochen, ob man RSA aus den nächsten Versionen ebenfalls entfernt. Bestimmte Typen von RSA werden jetzt schon nicht mehr unterstützt. Also RSA ist der nächste Standard, der definitiv die Hufe hochmacht. Dementsprechend auch hier mein Tipp, Finger weg davon, wenn ihr zukünftig lange abgesichert sein sollt.
Immerhin, es gibt einen ganz neuen Standard, der hat natürlich wieder einen doofen Namen. Irgendwas muss ja nachteilig sein. ED25519, so nenne ich den. Es kann auch ED25519 oder 25519, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Dieser tolle Standard ist der neueste Standard und das habe ich aus dem Buch übernommen. Noch nicht überall unterstützt. Na gut, also wenn ihr euch jetzt auf euer, keine Ahnung, von Jahr 1998 aufgesetzten Server, wenn ihr euch da jetzt einloggen wollt, könnte möglich sein, dass es da nicht geht. Okay, verstehe ich. Wenn ihr ein einigermaßen aktuelles System habt, habt ihr mit dem Schlüsselpaar überhaupt keine Probleme. Ich selber nutze das überall. Bei meinem Debian, bei meinem CentOS, bei meinen ganzen Prüfungen, bei meinem Fedora, also alles, was ich irgendwie in meiner VirtualBox verwende oder auch natürlich live verwende, da nutze ich den ED25519 Standard. Das ist der neueste Standard, wohl aktuell auch der sicherste, wobei Sicherheit immer, wer irgendjemand hat gesagt, dass diese Schlüsselsysteme sicher sind. So, das ist die Sicherheit. Es ist leider wirklich so. Der Standard ist ECDSA aktuell auf den Servern, also wenn ihr nichts angebt bei dem Schlüsselpaar erstellen, dann wird ECDSA aktuell verwendet, aber ihr könnt dort ebenfalls ED25519 auswählen, dann kriegt ihr diese Art von Verschlüsselung. Ist meiner Meinung nach aktuell die sicherste Variante. Im Buch sagt er, wird nicht empfohlen, das grundsätzlich als alleinigen Standard einzutragen, weil nicht alle Systeme das unterstützen. Nun, ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr diese Aussage kommt, die er da im Buch trifft, aber Stand heute ist das definitiv nicht mehr richtig. Also ich habe keine Probleme mit irgendeinem System feststellen können. Und wenn ihr wirklich noch ein ganz altes System habt, na gut, dann habt ihr vermutlich eh schon ein Schlüsselpaar, dann werdet ihr euch sowieso nicht drüber nachdenken, ob ihr denn jetzt ein ED25519 macht. Gut, haben wir es mal darüber gesprochen, nur mal so zu den Konfigurationen und zu diesen einzelnen Schlüsselpaaren, die es da so gibt. Wie gesagt, DSA nur mal gehört haben, nehmen wir nicht mehr. RSA fliegt als nächstes raus, aktueller Standort ist ECDSA. Und das Neue möchte ich nicht nochmal vorlesen, weil mir die Zahl langsam zu blöd wird. Und das ist das, was ich euch empfehle. Benutzerauthentifizierung mit Schlüsseln. Das funktioniert relativ einfach und das nutzen wir erstmal grundsätzlich dafür, dass wir uns einloggen können ohne Kennwort. Ist das sicherer? Ja, ich würde sagen ja. Erstens mal kann man das Skript, also diese Schlüsseldatei, ebenfalls mit einer Passphrase sichern. Also könnt ihr dasselbe Kennwort ebenfalls nochmal verwenden, um die Schlüsseldatei zu verschlüsseln. Und zusätzlich muss man neben dem Kennwort, was man dann braucht, auch noch die Datei haben. Das heißt, wenn ich ein bisschen aufpasse, dass niemand meinen privaten Schlüssel in die Hand bekommt, und darauf läuft es aus, dann kann sich jemand anders nicht einloggen. Punkt aus Ende, weil das Kennwort wird grundsätzlich abgelehnt. Vor allen Dingen geil in Skripten. Wenn ich ein Skript habe und ein Skript sollte ich mir SSH auf einen anderen Server verbinden, um dort was auszuführen, naja, das ist super, dann lege ich doch lieber nur die Passwortdatei da rein, anstatt da im Klartext mein Kennwort in das Skript reinzuschreiben. Ja, es würde zwar auch gehen, aber nun ja, was für eine Sicherheit ist das denn bitteschön, wenn ich im Klartext irgendwo ein Kennwort angebe? Die Datei kann ich jederzeit sogar von außen widerrufen. Das ist jederzeit möglich. Das Passwort sieht schon schwierig aus. Ja. SSH Keygen, in dem Fall habe ich hier noch ECDSA angegeben, ja, eigentlich wollte ich ja das ED25519 angeben, das habe ich nochmal gesagt, aber okay, SSH-Keygen-T sagt uns dann, welches Schlüsselpaar wir haben wollen, in dem Fall ist es ECDSA. Und dann wird automatisch ein Schlüssel erstellt. Das ist ein Menü, das fragt euch ab, wie soll der Schlüssel heißen, wohin soll er kopiert werden und so weiter und so fort. Wenn ihr da einfach auf eure Enter-Taste einschlaft, sage ich wirklich immer so, wenn ihr da einfach Enter durchklickt, dann wird der Schlüssel nach Standardverfahren erstellt, der Schlüssel in Standardverzeichnis kopiert und bums, aus Ende. Und genau so würde ich es euch auch immer empfehlen, umso weniger Schreibarbeit habt ihr. Könnt ihr natürlich auch anpassen, um Gottes Willen nicht, das heißt, der hat gesagt, ich soll alles Standard lassen, könnt ihr natürlich jederzeit anpassen, dann müsst ihr es eben administrieren. Es gibt so einen schönen Befehl, der nennt sich SSH Copy ID. Mit SSH Copy ID ist es so, dass der öffentliche Schlüssel von dem gerade eben erstellten ECDSA-Schlüssel, der soll auf einen fremden Server kopiert werden. Denn der öffentliche Schlüssel muss ja auf dem fremden Server bekannt sein, damit man gegenseitig den Abgleich machen kann. Und genau dieses Kopieren plus das Verzeichnis erstellen und die passenden Rechte dort anpassen, das macht der Befehl SSH Copy ID. Wunderbar, wir brauchen also uns nicht manuell irgendwie um die Authorized Key Datei oder sowas kümmern, sondern der SSH Copy ID und dann geben wir den Server an, wohin wir das kopieren wollen, mit dem wir dann zukünftig mit dem Schlüssel verwenden wollen. Dann wird der Schlüssel kopiert. Zusätzlich wird der Pfad im Home-Verzeichnis erstellt, .ssh, mit der Berechtigung 700 in dem Fall. Also nur der Nutzer darf alles und alle anderen nicht. Und da drin wird eine Authorized Key-Datei erstellt mit der Berechtigung 600. Das heißt, der Nutzer darf lesen und schreiben, aber nicht ausführen. Und alle anderen dürfen sowieso gar nichts.
Das wird wie gesagt automatisch erstellt und in die Authorized Key Datei wird dann der öffentliche Schlüssel reinkopiert. Also es macht alles dieser eine Befehl, noch einfacher geht's nun weiß Gott nicht. Der Authifizierungs-Agent ist der nächste Punkt. Der Authifizierungs-Agent, den könnten wir uns vorstellen wie ein Passwortmanager. So, denke ich mal, kann man sich das umschreiben. Wir haben jetzt kennengelernt, wir können die Dateien, die wir mit SSH-Keygen, ECDSA-Schlüssel haben wir erstellt, mit SSH-Keygen können wir auch Passphrase vergeben. Das ist möglich. Das bedeutet, wenn jemand die privaten Schlüssel nutzen will, um zum Beispiel eine Verbindung aufzubauen, wird als allererstes dieses Passphrase abgefragt. Das erhöht natürlich die Sicherheit, keine Frage. So, jetzt haben wir aber ein Problem bei zum Beispiel jemanden, bei dem Netzwerkadministrator. Der hat jetzt unter sich, komm, übertreiben jetzt mal wieder ein bisschen, 200 Server. Auf den 200 Servern muss er am Tag arbeiten. Jetzt hat er natürlich solche verschlüsselten Dateien hier, damit er nicht sein Passwort auszusehen mal irgendwo vergisst, hat er jetzt sich das mit den SSH-Schlüsseln gemacht. Jetzt hat er für jeden Server einen Schlüssel und meinetwegen natürlich schön unterschiedliche Schlüssel, nicht überall denselben, das wäre ein bisschen unsicher. Würde zwar gehen, aber machen wir nicht. Sondern wir haben jetzt einen Schlüssel für jeden Server. So, jetzt hat er 200 Dateien, die werden auch automatisch konfiguriert. Also die werden automatisch rausgesucht. Er muss sich nicht darum kümmern, dass die richtige Datei beim richtigen Server landet und so weiter. Das macht SSH automatisch. Aber er hat jetzt natürlich auch 200 unterschiedliche Passwörter. Jetzt stellt euch mal den Administrator vor, der sich früh auf Arbeit kommt und die ersten zwei Stunden erstmal damit beschäftigt ist, die ganzen Verbindungen zu seinen Servern aufzubauen. Das wäre ja wirklich bescheuert. Noch bescheuerter ist es, wenn er zwischendurch die Server neu starten muss, irgendwas administrieren muss, irgendwas sich ausloggen, wieder einloggen muss. Dann ist er den ganzen Tag damit beschäftigt, diese Kennwörter einzugeben. Was anderes macht er eigentlich nicht mehr. Und genau hier kommt der Authentifizierungs-Agent zum Einsatz. Der Authentifizierungs-Agent, das ist ein bisschen doof gemacht, SSH-Add fügt, also ist leider wirklich der Authentifizierungs-Agent, der heißt in dem Fall der Befehl SSH-Add. Wenn man den nur so ausführt, ohne irgendwas anderes, dann liest er alle Schlüssel, also alle privaten Schlüssel, die ich angelegt habe, liest er automatisch ein. Das Problem hier, er fragt uns beim Einlesen leider für jeden einzelnen Schlüssel das Passwort einmal ab. Das heißt, der Administrator kommt leider nicht drum rum, 200 unterschiedliche Kennwörter einzugeben. Das ist richtig. Aber wenn er sich dann wieder einloggt, also ausloggt und wieder einloggt, dann hat sich das Kennwort zu dem Schlüssel der Authentifizierungs-Agent gemerkt. Und dann kann er sich einfach so einloggen, ohne die Passphrase wieder anzugeben. Ja? Wenn ich den PC neu starte, dann ist der Authentifizierungs-Agent leer. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Sicherheit. Der Passwortmanager muss nämlich immer wieder am Anfang über das SSH-Add neu gefüttert werden. Man kann das natürlich via Skript machen, aber man kommt nicht drum rum, die Passwörter einzugeben. Ja? Einmal nur noch eingeben. Bei 200 Servern ist jetzt wirklich übertrieben. Welches Netzwerk, bitteschön, hat 200 Server und wer braucht das? Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Selbst wenn ich nur einen einzigen Server habe, wo ich mich öfters ein- und ausloggen muss, wäre es doch schön, wenn ich nicht jedes Mal das Kennwort eingeben muss. Und dafür ist der Authentifizierungs-Agent, der nimmt dieses Kennwort und speichert das wie ein Passwortmanager zwischen und fügt es dann einfach mit ein, sollte es verlangt werden. Ein paar Parameter gucken wir uns noch an. Mit SSH-Add-L haben wir die Fingerabdrücke aller Schlüssel. Damit können wir uns die Fingerabdrücke mal auflisten, wenn wir die überprüfen wollen, ob sie überhaupt noch die richtigen sind oder ob die schon, keine Ahnung, 200 Mal umgeleitet werden über irgendwelche ja, Hacker oder sonst was. Minus D entfernt einen Schlüssel und hier ein bisschen Obacht, minus D, ein Großbuchstabe, entfernt alle Schlüssel. Also wenn man sich ein ganz kleines bisschen Arbeit machen will, gerade bei unserem fiktiven Beispiel mit 200 Servern, dann schreibt man minus D und schon hat man wieder genügend zu tun, kann 200 Schlüssel neu hinzufügen. Toll, nicht? Minus S hätten wir die Funktion über eine Smartcard, bei minus E kann man das von der Smartcard wieder entfernen. Minus X sperrt den Agent und minus Groß X entsperrt den Agent wieder. Das ist nichts anderes wie ein Passwortmanager. Der Passwortmanager könnte dann hier zum Beispiel ein ja, Passwort Master Passwort bekommen, so heißt es meistens bei den Passwortmanagern. Und auch hier kann man mit minus X halt sperren und mit minus Groß X wird dann einmalig das Master-Kennwort abgefragt und dann ja, ist halt alles wieder verfügbar. Gut, SSH denke ich mal. Können wir einen Haken reinmachen? Ich hoffe zumindest. SSH-Tunnel auf jeden Fall anschauen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass ihr das probiert habt. Das kommt auch in der Prüfung vor, wie gesagt. Auch den Syntax einprägen, wie da genau gebaut wird. SSH-Agents sollte auch klar sein. Überhaupt die SSH-Key-Dateien, was so ist. DCA und ECDSA und natürlich diese schöne Add5. Nee, ich sag's nicht wieder. Ihr wisst, was ich meine.
Schauen wir uns als nächstes mal an, wie wir denn neben der Konsole auch Dateien verschlüsseln können. Denn Konsole verschlüsseln ist ja ganz toll, unsere Befehle sind dann alle verschlüsselt, keiner kann mitlesen, aber wenn ich eine Datei schicke, dann wird sie vielleicht im Klartext übertragen. Das ist doof. Dementsprechend gibt es hier auch eine Möglichkeit und das macht unser schönes GNU-Pichi. GNU-Pichi steht für GNU Privacy Guard. GNU, das Tier übrigens, das ist wirklich das Logo da von denen. Zum Verschlüsseln und Signieren von Daten. Ist ebenfalls ein asymmetrisches Verfahren, das heißt auch hier brauchen wir wieder Schlüsseldateien. Die Schlüsseldateien können wir mit gpg-gen oder --gen-key können wir uns neue Schlüssel erstellen. Auch hier gibt es wieder mehrere Parameter, welche Schlüsselart wir erstellen wollen und so weiter und so fort. Aber ich denke, das habt ihr verstanden. Der GPA GNU Privacy Assistant ist eine grafische Oberfläche für diesen ganzen Spaß. Ansonsten ist da nichts anderes. Sinnvoll, wie gesagt, bei Daten zum Beispiel. Selbst wenn ihr zum Beispiel SMTPS nutzt, um eure Daten von Transport Agent zu Transport Agent zu übertragen, dann und auch meinetwegen IMAP-S, um eure Dateien sicher sicher zu übertragen oder sicher vom Server zu holen. Das ist alles ganz toll, aber ihr müsst immer bedenken, damit ummantelt ihr nur den Kanal, also die Verbindung ist zwar verschlüsselt, aber nicht die Dateien, die da innen drinne verschickt werden. Das ist zwar verdammt schwierig, aber stellt euch bitte folgendes Beispiel vor, so ein Tunnel, so eine Verbindung zwischen einem Mail-Server und einem anderen Mail-Server, also zwischen zwei Postfix, zwei Mail-Transport-Agents, diese Verbindung, die wird via SMTPS hergestellt, also mit irgendwas sicherer Verbindung. Es wird also ein Tunnel erzeugt und da drinnen die Daten verschickt. Jetzt stellt euch das bitte einfach nur vor. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht ob, aber stellt euch das bitte vor, dass es funktioniert. Wir nehmen jetzt diesen Tunnel und leiten den um. Wir führen hier einen Man-in-the-Middle-Attack aus. Das heißt, der erste Postfix schickt alles zu mir und ich schicke weiter alles zum zweiten. Ich sitze in der Mitte und kriege alle Daten mit. Da die Verbindung zwar verschlüsselt ist, ist die Verbindung an sich eigentlich nicht knackbar. Aber die Daten, die da drinnen verschickt werden, die sind knackbar. Noch einfacher zu verstehen ist es, wenn ich direkt einen der beiden Postfix angreife. Angenommen, durch die Verschlüsselung komme ich nicht in den Man-in-the-Middle-Attack. Das ist übrigens die Art und Weise, warum man die Verschlüsselung macht. Also der Kanal selber ist verschlüsselt. Man-in-the-Middle-Attack ist eigentlich nicht möglich. Eigentlich. Jetzt stellen wir uns vor, okay, da komme ich nicht ran. Jetzt greife ich einfach den Postfix direkt an. Ich habe vielleicht eine Sicherheitslücke gefunden und befinde mich jetzt direkt auf dem Server. Ja toll, dann kann ich ja trotzdem alle Mails wieder lesen und kann trotzdem alle möglichen Dateien, die mitgeschickt worden sind, auslesen. Was nützt mir die gesicherte Verbindung, wenn sie dann unverschlüsselt irgendwo gespeichert werden? Und genau aus dem Grund braucht man eben den zweiten Schutz und das ist hier das Verschlüsseln dieser Daten. Das ist super sinnvoll, gerade bei Mails oder allgemein bei Daten, die versendet werden. Wie gesagt, GNU ist ein kostenfreies Programm, kann ich sehr empfehlen. GNU-Schlüssel liegen immer im Home-Verzeichnis unter .gnu-pg, wer hätte es gedacht. Die öffentlichen Schlüssel auch hier wieder relativ einfach zu merken. PUP-Ring für Public Ring und private Schlüssel für Secure, also SEC-Ring.gpg hinten dran. Ja, könnt ihr einfach mal einschauen, installiert das mal, erstellt euch mal mit gpg-gen-key einen neuen Schlüssel und ja, dann seht ihr ja, wie die Schlüsseldateien aussehen und wo sie liegen und so weiter und so fort. GNU-PG verwenden. Wenn wir jetzt eine Datei verschlüsseln wollen, dann gibt es ganz einfach einen Befehl, der heißt GPG für GNU Private Guard oder Private, ja, GNU-PG halt, ist halt einfach so. --encrypt und dann nehmen wir den Dateinamen, alternativ den Pfad zur Datei. Wie gesagt, danach Auswahl des Empfängers und so weiter und so fort. Das können wir alles noch ein bisschen mit eintragen, wer das überhaupt bekommen soll. Das probiert ihr bitte mal aus, dann seht ihr ja, da werden die Schlüsseldateien abgefragt und so weiter und so fort. Was man aber bedenken muss, ist, wenn ich so etwas verschlüssel, wird eine neue Datei erstellt und die Originaldatei wird nicht gelöscht. Also solltet ihr dieses Verfahren nur verwenden wollen, um auch bei euch nur verschlüsselte Dateien rumliegen zu lassen, dann müsst ihr halt dran denken, dass ihr dann eben die Originaldatei noch löscht, weil sonst kann ja jeder die Originaldatei lesen. War die ganze Arbeit umsonst. Das Decrypten, also das Entschlüsseln, funktioniert fast identisch, heißt statt Encrypt halt Decrypt und ansonsten gibt es das gleiche wieder. Der Inhalt wird standardmäßig auf die Konsole aufgegeben. Man muss das natürlich noch weiterleiten in eine Datei. Hier muss man ein bisschen vorsichtig machen, ich habe ehrlich gesagt noch nicht probiert, wie das aussieht, wenn ich meine Bilddatei, es fällt mir jetzt gerade so ein, wenn ich meine Bilddatei verschlüssel damit, das geht ja, ist ja problemlos möglich, dann die Datei übertrage und dort wieder entschlüssel, ohne dass ich die in der Datei weiterleite. Bin ich mal gespannt, was da mit der Bilddatei auf der Konsole macht.
ob mir dann der Binärcode angezeigt wird oder so. Da bin ich mal gespannt. Muss ich mal noch ausprobieren. Oder ihr probiert es mal und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Lust und Laune habt. Probiert das mal aus. Würde mich mal interessieren, was da so richtig rauskommt. Ja, und dann wie gesagt, die Umleitung selber, das kennen wir ja schon, wie wir Dateien oder Ausgaben in eine Datei umleiten. Das haben wir alle schon kennengelernt, ist für uns nichts Spannendes Neues. Die Signatur. Die Signatur ist ebenfalls verdammt wichtig, denn wer sagt denn bitteschön, dass ich wirklich ich bin? Wer sagt denn, dass der Ricardo, der diese Datei verschlüsselt hat, oder Takiri oder wie auch immer, dass der Absender wirklich Takiri ist und nicht irgendjemand anderes? Und genau dafür gibt es die Signatur. Die Signatur funktioniert ebenfalls über die Schlüssel, wie genau, das geht jetzt wirklich ein bisschen zu weit, aber die Signatur geht ebenfalls über die Schlüssel und beim Versenden wird dann neben dem eigentlichen verschlüsselten Datei, wird dann ebenfalls eine .sig-Datei erstellt. Alternativ, wenn man die SIG-Datei lesbar abspeichern möchte, dann braucht man bei diesem Befehl oben detach-sig, braucht man ein -a noch zusätzlich, dann wird die Datei ASC erstellt. Das ist dieselbe Schlüsseldatei, dieselbe Signaturdatei, aber eben in lesbarer Form, dann können wir auch manuell reinschauen. An sich unterscheiden sich beide nicht, die erste ist halt nicht lesbar, die zweite ist lesbar, also für uns Menschen lesbar, für Computer sind beide okay. Und der jeweilige Empfänger macht dann das gpg-verify und gibt die SIG-Datei ein oder alternativ natürlich die ASC-Datei und damit kann überprüft werden, ob es wirklich vom Empfänger kommt. Ob derjenige, der die Datei geschrieben hat, auch wirklich derjenige ist, der die Signatur geschrieben hat und so weiter und so fort. Und wenn ja, dann zeigt er uns das an. Ausprobieren, nachprüfen. Am besten auch ausprobieren mit einer fremden SIG-Datei, damit ihr auch die Fehlermeldung mal gesehen habt, damit ihr seht, okay, so einfach kann man es nicht umgehen. GnuPG ist übrigens verdammt gut verschlüsselt, nochmal so nebenbei, je nachdem welches Schlüsselpaar ihr verwendet, kann das verdammt viel Arbeit machen, solltet ihr mal hier irgendwie einen Schlüssel verlieren und ihr müsst wieder an die Dateien rankommen. Also, Gedanken zusammennehmen, nicht alles gleich wegschmeißen. Okay. Als nächstes haben wir noch den GNU-Agent und natürlich den Widerruf von irgendwelchen Zertifikaten. Der GNU-Agent oder GPG-Agent ist eigentlich genau dasselbe wie der Authentifizierungs-Agent oder SSH. Das heißt wieder unser Passwortmanager. Pumps aus Ende. Mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht erzählen. Bei Schlüsselerstellung sollte auch immer ein Widerrufszertifikat erstellt werden. Dabei wird eine Extra-Datei erstellt. Das sollte man sich im Optimalfall irgendwo speichern, dieses Zertifikat. Ansonsten kann man auch mit, also nicht kann man noch, also muss man beim Erstellen, muss das erstellt werden, das Widerrufszertifikat. Und wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal vom Beispiel, ihr habt einen Laptop, da drauf ist euer privater Schlüssel und der Laptop wird euch geklaut. So, doof. Jetzt könnte ja jeder, der den Zugang zu eurem Laptop hat, automatisch sich als euch ausgeben und könnte mit dem privaten Schlüssel zum Beispiel euer Server administrieren, richtig große Scheiße bauen, E-Mails rundschreiben mit irgendwelchen Viren, verifiziert und signiert von eurem Namen. Das wäre nicht so toll, richtig? Genau. Deswegen habt ihr dieses Widerrufszertifikat, das habt ihr im Optimalfall zu Hause bei euch im Safe liegen, wenn ihr ein Safe habt. Und da innen drinne, das nehmt ihr und haut das einfach an irgendeinem PC durch. Mit gpg-gen-revoke-Schlüsselname und dann der Schlüsselname, ne, halt dann hinter, sollte das gesamte, ja, da wird dieser Schlüssel als ungültig erklärt. Und wenn jetzt von außen jemand mit eurem privaten Schlüssel versucht zuzugreifen, dann sagt der Server, kannst mich mal, ist wirklich so, der nimmt das einfach nicht mehr an, ne? Und wenn wir irgendwas importieren lassen, um beispielsweise, ja, um andere Sachen, also Moment, damit lassen sich Zertifikate bei Diebstahl und Unsicherheit widerrufen mit dem Import da unten, gpg-import, dann die jeweilige Revoke-Datei. Wie gesagt, wir können das Widerrufszertifikat nachträglich erstellen mit gen-revoke, so würde ich sagen, und mit Import können wir die Revoke-Datei einlesen. So wird ein Schuh draus. So, sonst wäre ich, sonst, ja, ich war jetzt selber gerade ganz durch den Wind. Also, gen, sagt ja auch schon der Name, generiert ein Revoke, also ein Widerrufszertifikat in dem Fall, und gpg-import importiert wiederum die Revoke-Datei. Gut. So, jetzt haben wir zum Schluss fast noch die Kurve nicht mehr gekriegt, aber passt alles. Ja, Leute, das war's. Mehr Videos kommt nicht. Ihr habt ab morgen wieder frei und jetzt könnt ihr büffeln. Für die Prüfung drücke ich euch die Daumen, ja, alle Daumen, die ich habe. Und ich hoffe, ihr besteht's. Vielleicht besteht das ja sogar noch vor mir. Bei mir ist es der 19. August 2020 mit meiner Zertifizierung. Hoffentlich bestehe ich sie auch, sonst mache ich mich ein ganz klein wenig zum Ei mit so einer riesen Playlist. Aber ich denke schon, ich denke, das Wissen habe ich. Und wenn ihr Fragen habt, Pilotfolge anschauen, wie immer. Ne, das habe ich euch ja schon im ersten Video schon mehrfach erklärt. Ich drücke euch, wie gesagt, die Daumen. Und dann, ja, hoffe ich mal, dass wir bald alle freundlich sind und bald alle, ja, wie gesagt, freundliche Administratoren sind, so wollte ich sagen, und bald alle der LPG 1 wenigstens besitzen. Und für LPG 2, da habt ihr das Buch vielleicht schon vor euch liegen. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne nochmal die Pilotfolge anschauen. Da sage ich euch auch alles dazu.
LPEG 2 wird nach und nach praxisnah als Videos hochgeladen. Da folgt nicht nochmal so eine theoretische Playlist. Das war jetzt hier nochmal mehr oder weniger ein Versuch für LPEG 1, da es doch sehr viel Theorie ist. Da gibt es wenig, wo man eine Konsole zeigen kann. Das ist mehr Theorie. LPEG 2 ist fast ausschließlich Praxis. Und aus dem Grund würde ich hier nach und nach Praxisvideos online bringen. Und dann könntet ihr auch mit meinen Videos LPEG 2 bestehen. Gut, ich wie gesagt verabschiede mich. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle diejenigen, die bei mir so treu dran geblieben sind, alle Videos geguckt haben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr natürlich LPEG-Zertifikat bekommt und mir einfach mal Bescheid gebt, ob ihr es dann anhand meiner Videos verstanden habt und natürlich auch, ob ihr es vielleicht geschafft habt, jetzt das LPEG-Zertifikat in euren Händen zu halten. Würde mich sehr freuen, könnt ihr mir gerne hier schreiben oder unter der Pilotfolge oder ja, wo ihr auch immer Lust und Laune habt. Schreibt mir gerne mal an, würde mich sehr interessieren, ob ihr es hinbekommen habt. Ich drücke euch, wie gesagt, wärmstens die Daumen und ja, ich verabschiede mich. Viel Erfolg und macht's gut.